Hallo und willkommen zurück zu Dead Space 3. In der letzten Folge haben wir das Vorratslager geplündert. Habe ich da schon alles abgeliefert? Nein. Noch nicht. Sieht's aus? Ja, okay, wir können da glaube ich überleben. So. Wir sind wieder hoch. Ich dachte, das habe ich in der letzten Folge da schon alles geholt. Aber man kann sich ja täuschen. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Obwohl, hier hatten wir erst einen Kampf, ne? Notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen da Kolonien, waren wir schon. Die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine war? Erwarten können. Drecksack. Daher wird der militärische Arm. Oh nee, du. Na klar, jetzt habt ihr da nur Kanone oder was? Was geht mit euch, ey? Eine Bombe oder was? Was ist das? Das ist ja irre. Kommt doch bestimmt noch was, oder? Wenn nicht. Okay, Isaac. Ich hab's satt, mich hier rumzuschlagen. Danik hat Schiffe. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. Ach ja, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Stimmt ja, wir haben ja den Sensorbolzen noch geholt. Ja. Da hätten wir fast unsere Wurzelbehandlung bekommen. Nein! Verpisst euch! Bin ich da richtig? Bin ich richtig, glaube ich.
Da steht er noch weiter auf einem Bein, ich glaub's ja nicht. Alter Falter, ich hab's basic geschossen. Und er schießt an der Schulter vorbei. Dafür verlierst du deinen Kopf, du Sackgesicht, ey. Ja, klar. Ist denn das so, dass sie da die Leichen nicht zerstampft hätten, ne? So am Anfang. Okay. Ah, da kann man auch Kamm bauen. Das ist noch leider. Das ist mir relativ wurscht. Wo muss man hin? Darauf. Sie nichts an, Bastard. Hallo? Darüber, oder? Ja, so, jetzt ziehen wir mal ein paar Zähne. Wer hat so gerne den Kopf? Man kann auf den schießen, aber es passiert natürlich nichts. Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Mhm. Norton, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie es sagen, gehen Sie in den Käfig. Kommt mir so vor wie Haitauchen. Also CentOS, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervenmatch. Er sollte Ping machen, wenn Sie nahe dran sind. Und dann? Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und Sie wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder? Genau. Es läuft sich schleimig. Keine Kisten oder so? Da pinkt's. Ist wohl nett, oder? Was denn genau? Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping.
Klingt gar nicht so schwer. Es ist praktisch tot. Ist das praktisch? Sind Sie da sicher? Ich brauche mal andere Waffen. Alter Falle, ey. Andere Waffen. Santos, es bewegt sich. Die waren doch vorher nicht da, oder? Praktisch tot. Sind Sie da sicher? Natürlich. Was ist denn, ey? Die hauen so stark zu, ne? Mit der Waffe ist das der Wahnsinn, ne? Und die andere kann ich vergessen. Santos, es bewegt sich! Keine Sorge, es ist praktisch tot. Wir müssen da jetzt auch so schwere Gegner kommen. Ja, klar. So, lauf halt am wenigsten mal. Alle tot? Nein! Wo ist er? Isaac, alles in Ordnung? Schaut so aus, als wenn alles in Ordnung wäre. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Du hockst ja da oben in Sichern, verstehst? Ich möchte gar nicht so tief in den Bau. Ich finde, er kann's. Das ist normal. Okay, kommt und holt mich. Alles okay? Ja. Ehrlich, ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Ach komm. Ich die Scheiße da hasse. Warum ich? Oh. Ich will hier weg. Ich will hier einfach weg. Scheiße, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt! Das ist scheißegal, wo die ist.
Nein! Lass los! Hör auf! Nein, ich bin nicht dein Baba! Komm! Hör auf jetzt! Zwei Helden! Hör auf! Ich muss ja auch noch nachladen, ey. Okay, das war hoffentlich die letzte. Santa, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchen. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Holla, die Waldfee. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Norton! Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja, das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Und da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja? Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Was? Ja, klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. So, Türchen auf. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton! Norton! So ein Wichser. Norton! Ich schwöre, ich knall den Ort. Ellie, hörst du mich? Verdammt, er hat mein Signal gestört. Wir brauchen Medivacs. Wir müssen wohin? Ah, bestimmt zu der Tür hinten raus, die wo versiegelt war, wie wir den Ofen gemacht haben. Okay, da können wir vielleicht noch ein paar Vorräte noch. Alles klar. Au! Welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind wir uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey, Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir.
Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, erspart uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 sie versprach mir ein Schiff, Danny. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Die hatten doch einen Kopf. Hat sie das hergebracht? Hier! Na klar. Scheiße. Was soll das? Wollen Sie mich verarschen? Bewegung noch! Los doch! Genau, fress die. Ah, ich hab die gelben Punkte schon gesehen. Darf ich küssen? Und das spuckt wieder aus. Lass mir doch erstmal heilen! Schießen Sie auf die gelben Stellen! Kehr doch! Ich glaube, wir machen's nur wütend! Nein, es funktioniert! Ich weiß noch nicht so ganz genau. Anno mirai. Natürlich. Bin doch rüber, ey.
Hau halt ab jetzt. Ach komm. Hallo? Und wird jetzt noch ausgeschissen oder was? Oh. Was zum Teufel? Kann ich die da erwaschen? Nö, ne? Mann. Scheiß mal uns. Hat schon auch nicht gefressen, ha? Huh? Was jetzt? Habe ich irgendwas übersehen? Ja, den da. Bin ich jetzt auskackt? Ihretwegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lang. Captain! Zurück, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt dich nicht! Du gehst beim Sack. Wollte ich schon die ganze Zeit abknallen. Oh, Scheiße. Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Schieß mal den noch in den Kopf runter, komm! Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Genau. Jetzt sagen wir, dass wir den erschossen haben und in die Eier treten haben. So. Hab ich das Ding? Tatsächlich. Da, such. Wo muss man hin? Dahinter? Moment, was ist da drin? Zweimal Schaden und einmal nachladen. Und das freut mich doch mal. Wenigstens mal etwas Vernünftiges.
Also warte mal, wie schaut das hier überhaupt aus? Keine Heilung mehr? Das kann er noch bauen. Ansonsten übel, Heilung kann ich gar nicht mehr bauen. Der liegt hinten im Schnee. Ich habe ihn erschossen, Ellie. Was? Der ging mir ums Sack? Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Nun, das reicht doch. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Und keine Schneebälle werfen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Da liegen noch Kisten. Kann da was Vernünftiges liegen? Heilung oder so? Nein. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen hochzuklettern. Was machen wir denn? Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt's einen sichereren Weg. Oh. Au! Scheiß Kletterei hier. Gibt's da keine Heilung irgendwie? Nix? Gar nichts? Ne? Runde, oder? Aua. Ich dachte, ich könnte rüber schwingen. Aber weil ja Loch ist, macht er es natürlich nicht. So, und jetzt, wenn ich jetzt nicht mal irgendwie ein bisschen Leben finde. Ellie, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht hat.
Wahnsinn. Natürlich vom Vertrauen, oder? Au! Mann, 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 ey. Ich finde es schon übertrieben viel Gegner mal. Laufe ich jetzt richtig? Das. Moment. Was ist dann das andere da? Da wäre noch was gewesen, da ist auch noch was. Ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Komm hier. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie? Oh Gott! Vorsicht! Hinter! Hinter mich! Ah, Scheiße! Versuchen wir es zu verjagen! Ellie? Wo ist da die Stimme? Nee. Muss weiterlaufen? Wie viel das denn da kommen, ey? Ja! Das ist der Wahnsinn. Wieder klären. Na gut. Zwischenzeitlich auch schlecht behalte. Ding oder was?
Oh Gott. Eine Heilung konnte ich einsammeln. Das ist ein Witz hier. Ne? Isaac, wir sind okay. Wir haben es verjagt. Gott sei Dank. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. So, können wir hier noch so ein Ding da aussetzen? Bestimmt kommt noch mal was. Natürlich. Es ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben, ne? Muss ich schon mal sagen. Was? Ach so, ich habe das Zeug noch nicht geholt, oder? Was denn, ey? Fresse hier, ey. Da haben wir noch ein Artefakt gefunden. Persönliches Log Dr. Ramsay Barack. Die Soldaten im Basislager nennen es inzwischen die Schneebestie, als wäre es eine Art moderner Jedi. Die Beschreibungen der Augenzeugen decken sich mit denen der gefrorenen Kreatur, die wir an der Grabungsstelle Einrichtung 1 fanden, und einer anderen, die wir in Einrichtung 2 oben auf dem Berg zusammensetzen. Es ist ein besonderbares Krustentier, etwas, aus man eher bei einer Tiefsee-Expedition bei einem Dreck durch Eiswüste zu finden vermutet. Da dieses Exemplar überlebt hat und die anderen nicht, beweist, dass es extrem widerstandsfähig ist. Wenn wir etwas über diese uralten Wesen erfahren wollen, müssen wir es genauer ansehen. Na klar, steck doch den Finger rein oder irgendwas. Suchebot. So. Da unten oder was? Da war ich doch nicht. Muss ich ihn hin? Gut. Ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden. Aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald eine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Danke, Ellie. Okay.
So, ich glaube, ein bisschen der größte Zimmer. Das nehmen wir auch noch mit. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Da hoch müssen wir. Dann müssen wir natürlich wieder klettern. Ich würde aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.